So, denn die Knife is Live im großen Finale hier im Tor Open 2012 Cup zwischen Nip und Curse. Na, ich will eigentlich gar nicht so viel raushauen. Vor allem will ich nicht nach Likes betteln oder sowas. So, bei mir soll Spiele gehen und nicht um irgendwelche Goodies und Keys und hast du nicht gesehen. Natürlich ist es immer mal ganz nett, was rauszuhauen, aber das soll hier nicht zur Regel werden. So, 1 gegen 1. Allo gegen Fuflan. Und der kann es für sich entscheiden. Die erste Map wird somit also auf jeden Fall auch mal Nuke bleiben. Jetzt mal unabhängig vom Ausgang der Knife hier. Bleibt natürlich CT. Brauchen ja allerdings noch eine Sekunde. Ja, echt schade, dass wir nicht wissen, welche Maps wir noch sehen. Wobei ich sagen muss, ehrlich gesagt, fand ich Kürzen in letzter Zeit eigentlich nicht so gut. Demzufolge keine Ahnung, auf welcher Map sie gut sind, auf welcher schlecht. Ich meine, bei Nip erübrigt sich die Frage. Die sind einfach auf jeder Map gut. Haben bisher noch keine einzige im LAN verloren, von daher haben sie über 100%. Dementsprechend mal abwarten. Aber ich sehe auf jeden Fall Chancen für Curse, wenn sie gut ins Spiel starten. Genau, ich hau Glühwein raus. Digitalen Glühwein. Oder Glühbier. Soll es ja auch geben. Na, mal sehen, vielleicht fällt mir was ein. Wie gesagt, einmal zwei Maps Zeit. So, Pistol ist also live. Viel Spaß nochmal mit dem Spiel. Und ich sehe gerade noch, ich muss die Map gleich ändern, aber das ist erstmal zweitrangig. Außen gibt es schon das Duell zwischen Getrite und drei Curse-Spielern. Boah, Getrite instant Headshot bekommen, gegeben gegen Reflex. Rieberg hilft auch in der Main. Och, Getrite, wie viel Schaden er schon wieder gemacht hat. Skirk nur mit 2 HP. Einen Abgang hoch. Oh, die Runde sieht schon mal sehr, sehr, sehr schlecht aus für Curse. Hallo, auch mit Deagle. Skirk noch mit HE. Nase mit. Mit Decoy. Oh! Schöner Headshot von Alu. Vielleicht kann er einen zweiten machen. Warum ist ja gerade der Sound weg? Bei der Diege. So, schöner Mini-Fake. Ah, schön! Krass! Ich sag mal die Flex schalten für. Komm, hol ihn! So, 1 gegen 1. Fiflan über Abgang. Naso hat keine Bombe, hat keine Ahnung, wo Fiflan ist. Oh, ach, schade, Mann, Naso. Aber richtig geil noch rausgeholt von Curse. AKA X-Hawks, AKA X-Windfact. Schade, aber die Runde wurde dann nochmal richtig knapp. Hatte ja nicht unbedingt den Anschein noch. Durch einen schönen Headshot von Alu ist der Rampenspieler ihn da ins, in die Pre-Fire-Shots gelaufen. Nuke VE. So. Jetzt stimmt doch die Map oben. Und natürlich ist es ein Best of 3, also werden hier mindestens 2 Maps sehen. Hoffentlich ja mal 3.
Headshot dadurch. Was sind denn schon mal unten? Aber der Nipp zu dritt da am Schacht nahe steht. Glaube ich nicht, dass sie die Bombe legen können. So, mit YOLO geht auf jeden Fall rein. 2:0 dennoch Nipp. Hier werden jetzt die Flaggen übrigens mal angebracht. Das ist einfach schöner, weil dass da oben Counter-Terrorist steht, ist einfach nicht so hübsch, wie wenn da Nipp steht. Eine schwedische Flagge davor. Und auf der rechten Seite Kürs und eine finnische. Das macht es einfach schöner und ja, ich hoffe in Zukunft, dass es auf allen Turnieren Pflicht wird und Standard wird, dass man da daran denkt. Pff. Ja, diese einfach reindrücken. So, jetzt aber in die erste Equip. Mal schauen, Alu vielleicht direkt mit Awe? Nee. Mal gucken, vielleicht direkt was Schnelles. Nee, erstmal ein langsamer Aufbau. Hui! What? Krass, da pushen sie Rampen und Kirsten blockt da richtig gut. Kriegen die Frags, einer aber nach rechts. Mann, passt Alu nicht auf. Sehr schön gemoved von Getright. Es ist da, glaube ich, wieder in die Box reingefahren. Und da fällt auch nur noch das Getright an der Rampe. Extrem stark, da über außen Main rein, extrem schnell reagiert von Kirsten. So, Getright versucht es dann nochmal mit einer Flash. Kriegt auch Skurk blind. Aber die Pose ist nicht schlecht. Boah, ne, er kriegt es sogar. Er kriegt ihn sogar. Schöne erste Runde für Kurs. Das lässt doch schon mal hoffen. Vor allem, dass die Rampe direkt die Aim-Duelle gewinnen. Gegen den Push von Nip. Die da direkt was spielen wollten in der ersten. Nip hat aber auf jeden Fall nochmal Geld. Decken außen wieder relativ defensiv. Getright spielt dann nur auf Timing. Einer kommt dann auf jeden Fall auch wieder Abgang hoch. Och, wieder ekelhaftes Timing. So, wer war der Abgang? Vier Flanken kommt nicht vor. Getright wird sich vielleicht jetzt sogar zurückziehen komplett. Ja. Oder spielt zumindest ziemlich safe. Die Sache ist, einer war Abgang. Es geht Rampe. Skirk müsste da relativ ungesehen durch sein. Oh, Getright. Oh, wie sie sich da ausmoven außen. Oh, Getright hat sich tatsächlich nochmal dahin gedreht. Krass. Extrem stark gespielt. Oh, schöne Headshots von Alu, schöner Spray. Nase holt die Bombe. Hat das jetzt Exist wahrscheinlich, der da irgendwie immer reinpusht. Im späteren Spielverlauf. So, und geht jetzt nochmal Halle. Oh, einfach Friedwerk. Alu, vielleicht hier mit der Chance, das Ace zu machen. Nein, Exist war schon da. 4-1 Nip. Dennoch zwei Waffen. Also Curse muss dranbleiben. Ich würde fast sogar sagen, dass sie kaufen müssen. Machen sie leider nicht. Schade, wenn sie kaufen würden, die Runde gewinnen, dann hätte Nip Eco. Solche Runden musst du dann halt einfach gewinnen. Aber wir sind ja gerade mal in der fünften Runde. Na, so will der einen boosten, aber da kommt keiner. Forever alone. Geht das überhaupt von der kleinen Kiste?
Ui, das geht sogar, nett. Wusste ich gar nicht. Also man lernt nie aus. Beziehungsweise man lernt eigentlich nur dazu in jedem Spiel. Boah. Schönes Aiming von Nasu. Da bedankt sich auch Getroid. So wird sich über Lex beschwert. Kann ich leider nichts machen. War bei mir letzten gestern vor allen Dingen, jetzt LTV war auch nachmittags nur am Laggen, abends lief's dann. Also es war richtig heftig. Auf 480 war es dann irgendwie schaubar, aber auf 27 gar nicht. Weiß nicht, was das, was da los ist. Ja, du willst umgehen, aber das Torbild wegkam. Ich bin der Meinung, das stört nicht. Das ist doch am Rand und unten, also ich verstehe nicht, was daran störend sein soll. Das verdeckt ja nichts. So, was ich als Tipp geben kann, löscht mal euren Flash Cache. Also wenn ihr Firefox benutzt. Dann den Flash Cache, die Dateien, die Temp-Dateien löschen. Könnt ihr mit das ist direkt eine Option im Chat. So, aber erstmal die Runde hier für Curse. Oh nein, der T. Da steht übrigens auch neuerdings immer einer am T-Schacht. Avanciert sich so zur Standardposition. Nato kommt da vielleicht einen Ticken zu spät rein und steht sich jetzt hier gegenüber. Schafft es auch nicht. Curse mit dem nächsten Runden Verlust. So, also wie gesagt, ein paar Tipps. Flash-Cookies oder die den Cache halt löschen. Wenn ihr Firefox benutzt bei Chrome, dann könnt ihr das direkt in Chrome machen. Anderen Browser versuchen, eventuell neue IP beziehen, aber ja. Viel kann man da wahrscheinlich nicht machen. Und was ganz wichtig ist, einfach reporten. Die Report-Funktion im Stream nutzen. Das wäre super wichtig, wenn ihr das ruhig alle macht. Vielleicht ändert sich ja dann was. Das ist halt doch Schwachsinn, dieses ja, bei uns läuft's immer und bei Twitch läuft's nie und bla, das ist halt Bullshit. Der eine hat dort Probleme, der andere dort. Twitch sollte nur endlich mal weiter ausbauen. Aber nicht umsonst ihr Millionen-Investment da bekommen. Sollten sie auch mal nutzen, gefälligst. Aber gut, das ist nicht das Thema. Curse gibt mir auf jeden Fall... Gefällt mir, wie viel Gas sie geben. Reflex kriegt auch den ersten Track gegen Freeberg. Der da nicht gut aussah im Aim-Duell. Curse ist zu viert außen. Alu noch allein im Türraum. Jetzt ist die Frage, wo man sich entscheidet hinzugehen. Man hat natürlich die Option runter. Man kann Main gehen, man kann unter Cap gehen. Gadget hat da... Boah. Nette Pose dort. Gadget hat unter Cat. Oben am Cat auch noch einer. Der geht aber anti-Cat. So, Exist stirbt. Gadget geht auf Refake. Oh, kriegt 2 HP. Wie lucky er da schon... Wie lucky er da schon wieder wegkommt. So, Alu hört... Hat er eigentlich gehört? Halle finde ich eine gute Variante jetzt. So, Getred tot, jetzt noch Anti-Cat. Oh, jetzt nur noch Forest über Vorraum. Einfach an der Seite legen. Nicht vielleicht. Oh, das Bittere ist das Gurk los! Aber Nasu macht's. Ganz, ganz wichtig von Nasu. Er hat den Plan sogar abgebrochen. Richtig geil gespielt von Nasu. Da hat er seine Erfahrung ausgespielt. Der kleine Bruder von Lurpis. Also auf geht's, Curse. Nip hat auf jeden Fall nochmal Geld, aber danach könnte es schon... Ja, wobei, eine Runde könnte sie vielleicht doch noch kaufen. Direkter Rampe-Rush. Aber Forest steht, macht 2. Aber auch die beiden Reflex sitzen. Und Curse kommt auch mit viel HP raus. Also ist gar nicht so eine schlechte Ausgangslage jetzt. Was ein Timing! Alter, der schleicht gerade... Oh nein, wenn das jetzt die Runde schon wieder kostet. Boah,
zum Glück passen sie. Ey, was ein Ek. Was ist das bitte für ein Luck-Timing? Krass. Kann nicht mal das Glück auf Seiten. Boah. Von Nips Gegner sein und. Jetzt kriegen sie doch die Fälle. Also, Kürst zieht schon richtig gut um, muss man sagen. Aim-technisch können sie auf jeden Fall mithalten. Wenn sie nicht sogar gerade teilweise ein bisschen überlegen sind. Aber Friberg kann das noch machen. Alle Spieler sind low. Naso mit 29 HP, der mit dem meisten HP. Das muss man auch sich mal überlegen. So, Naso könnte sich fast sogar verraten. So, da gibt's den Flash. Und Skog macht's. Schöne Runde von Curse. Gut, dass der Rumble Rush sah zwar am Anfang nicht so gut aus, nachdem die ersten Metal Frags gefallen sind. Danach aber direkt die Reflex und somit ist der Rush dann am Ende doch okay. Man konnte die Runde auch direkt ummünzen. So, wie gesagt, Nip kann noch einmal kaufen. Danach war es das aber wahrscheinlich erstmal. Demzufolge die Runde extrem wichtig, um Nip hier Broke zu setzen für Curse. Und genau das sind solche Runden, die du gewinnen musst gegen Nip. Damit du eine Chance hast auf den Sieg. Bauen wieder zu viert außen auf. Alu wieder allein im Vorraum. Bank da bis zum Cat. Und Curse da schon wieder außen eingenommen. So, haben wir jetzt wieder die drei Optionen. Die sie vorhin auch schon hatten. Reflex kriegt den ersten. Und der Cat. Ganz stark. Zusammen mit Skirk. Skurk. Reflex in der CT-Base. Das steht auf dem Kabelstapler. Nett. Hat nicht mal hingeguckt, also wusste das anscheinend. Scheint ein Move zu sein, den er schon mal gemacht hat. So, Nato spekuliert dann nach unten. So, Cat wäre jetzt eine gute Variante. Da gibt es nochmal eine Flash von Nato. Zack, Halle blind. Jetzt gibt es ein Go, Exist. Ein, aber die Halle dann doch eher defensiv gedeckt. Da bräuchte sie noch ein paar Granaten. Wichtig von Alu, den zweiten. Boah, kann er auch machen, ganz stark. Nur noch Pfiff Lahn. Und er ist auch schon angeschlagen, hat eigentlich fast keine Chance mehr. Gegen die beiden anderen. Gegen drei sogar. Und das ist die angesprochene, ganz wichtige, entscheidende Runde. So. 7-4. Jetzt muss Nip Eco machen. Allerdings nur eine. Aber immerhin, dann steht 7-5. Curse hat die Pistol verloren. Von daher ist das schon mal eine gute Leistung. Eine gute Ausgangslage hier auf der ersten Map. Jetzt die Frage, wie spielt man die Anti-Eco? Wieder zu viert außen. Allerdings geht Reflex auf den Stein. Auf Silo. Nip hat da keine HE-Falle oder sonstiges. Kriegen noch den ersten Frag. Jetzt nehmen wir mal kurz die Comments. Also Alu gefällt mir heute richtig gut. Er drückt schon wie ein kleines Biest. Geht hier auf jeden Fall zurecht oben. Oh, schon wieder so ein geiler Schuss. Auch wenn er natürlich wusste, dass Faust da steht. Ja, ich weiß. Es ist halt echt random in Go. In 6 kannst du halt kurz AFK gehen, wie wenn da eine Eco ist. Mit USPs oder so. Hier macht halt Exist einfach mal 3 und ich verpasse die. Ich habe nur mal geguckt, ob es wirklich leckt oder nicht, aber da werde ich ja eh nichts machen können. So, jetzt blockt Nip mal außen. Bauen das Ganze also um, stellen sich auf das Spiel von Curse ein.
So, einer wurde gespottet. Get right wieder da in dem Eck. Also der Move ist sowas von obvious, wenn man den kennt. Oh, der T checkt das nicht. Oh, er ist Abgang. Ui. Und das könnte vielleicht... Ach, wichtig für Get Red, dass er da auch so ruhig bleibt, so ruhig nochmal auf den Kopf aimt. Und ihn, um ihn wirklich 100% zu machen. Und Nip hat jetzt die Info, dass einer Abgang wollte. Dementsprechend vielleicht wahrscheinlich, dass sie Rampe gehen. Und Curse macht das gut. Spielen jetzt nicht das Offensichtlichste. Sondern decken erstmal weiter ab. Oh, schade, das Nasen da stirbt. Schicken Alu nochmal über außen. Und wenn es jetzt einer reißen muss, dann er. So, er ist gleich in der Main. Der wird gedeckt. Ich glaube von Freeberg. Oh, schönes Timing von Alu. Endlich ist es auch mal auf Seiten von Curse. Boah, aber Freeberg räumt auf. Mann, schade. Gutes Timing bei Alu. Genau solches Glück braucht auch mal der Gegner von Nip. Ein Gegner von Nip. Schade, dass es bei seinen Mates nicht gelangt hat, um die Frags zu ziehen. Ach, 8 zu 5. Haben wir aber Waffen. Hier hat sie Fiat außen. Vielleicht mit Pumpe. Ich hab schon... Tech 9 war es, glaube ich. Wie gesagt, die ganzen Waffennamen, die... komme ich erst nach und nach drauf. Boah. Sehen sie außen nicht gut aus. Guckt wenigstens mit Refrag. Alu natürlich wieder allein im Vorraum. Also die Taktik haben wir jetzt schon oft gesehen. Getred kommt über Abgang. Boah. Ach, Alu. Gegen 3. Muss ich auch die Bombe erstmal schnappen. Gegen 2 hat er keine Chance, links, rechts. Ach, 9-5. Eine Runde vielleicht noch möglich. Naja, Kurs nur mit ganz wenig Geld. Übrigens hier unten auch die GoTV-Viewer, wenn ich Tab drücke. Auch interessant. Ich wollte die eigentlich noch hier permanent angezeigt haben, aber das ist wohl nicht so einfach möglich. Also es ist nicht... Es ist, glaube ich, sogar unmöglich. Von daher, ja, müsste damit vorlieb nehmen. Ich hätte gerne die Zahl permanent da, aber also so wichtig ist es jetzt vielleicht auch nicht. Ich finde es allerdings interessant zu sehen, wie viele Leute immer auf dem Halte vor sind auf GoTV. Und im Streaming-Zeitalter sollte man solche Zahlen auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Ich meine, die meisten werden mittlerweile die Spiele über Streams gucken. Aber viele mit Low-Internet haben natürlich jetzt auch immer noch die Chance, die Spiele zu verfolgen. Genau, mit der Low-Equipped-Runde hat Nip ja keine Probleme. 10 zu 5, dennoch eine schöne erste Halbzeit von Curse. Haben ein paar richtig gute Runden rausgespielt. Gute Situation noch rumgedreht. Mit der Pistole ist auf jeden Fall alles drin. Hoffen wir mal, dass die an die Finnen geht. Oh, ich war anscheinend drauf vorhin bei Exist. Ja, ich hab nicht hingeguckt. Naja, egal. Kann nicht alles haben. So, wie steht hier Nip? Außendev, also komplett defensiv. Steinjump von Forest. Mit Diegelsinger. Boah, kriegt aber die Hits. Von Alu war das wahrscheinlich, ja. So, Rampe wird gerade vorgegangen. Du deckt niemand? Tatsache. Aber Natu, super viel Kontrolle, hört wahrscheinlich auch die Steps.
Also interessante Variante hier von Kürs. Lass eine Rampe offen. Nip hat es jetzt schon eingenommen. Wir gehen jetzt auch runter. So mit die Schachtspieler jetzt zu tun. Oh, kriegen auch die Frags? Das sieht gar nicht so schlecht aus für Kürs. Vor allem Alu hat jetzt noch eine gute Position. Sollte da mindestens zwei... Also die Bombe wird niemals gelegt. Die ist auch noch oben. Da wird sich schon mal kurz selbst attackt. So, Alu Watt kann jetzt einfach warten. Schöne Flash nochmal für Natu. Links aufpassen. Oh, Skirk hat jetzt die Posi bekommen. Oh, Reload. Oh, und er macht so mit Headshot. Schöne Pistole von Kürs. Nette Variante, habe ich so noch nie gesehen. Funktioniert in Go natürlich viel besser als in 1.6. Einfach, da man so extrem schnell in den Schächten hin und her moven kann. Die haben keine Eco gemacht in der letzten Runde. Die haben einfach gekauft, was geht. Das hat halt nicht für große Waffen gereicht. Wenn du Curse meintest jetzt als T. So, ein Halle Rush. Halle Go mit Flashes. Das Glück war da richtig lange blind. Konnte da zum Glück noch einen mitnehmen, wo der Flash-Effekt weg war. Aber eine schöne Eco von Nip. Kann man nicht anders sagen. Sehr viele Waffen aus dem Spiel nehmen können. Sowas zahlt sich dann meistens erst später aus. Oder hat halt Auswirkungen auf den späteren Spielverlauf. Dennoch, Kürs macht das gut. Haben wir bisher das gut verteidigt, dass Nip nicht mal einmal die Bombe legen konnte. Reflex! Oh komm, schade. Hätte es auch noch machen können. Aber Reflex war echt mit dem Ace. Komm, schenkt's ihm. Ach, geht Rampe. Ach, ja, guck mal, wie er geiert. Schade. Ach, geile Aktion von Reflex, da mit der P7. Ich habe einen Namen schon wieder. Tech 9 oder Tech 7 oder sowas. Also der Junge, der scheint heiß zu sein mit der Waffe. Hat er bestimmt schon alle Awards für die. Oder ich weiß gar nicht, ob es mehrere Awards für eine Waffe gibt, aber auf jeden Fall gibt es eine Award für jede Waffe, wenn man so und so viele Kills gemacht hat. Den hat er mit Sicherheit schon. Anu außen? Hat er Support? Nee. Und zu zweit außen. Oh. Keine Chance, Alu. Was macht Nasu da? Redet. Einer schon abgegangen. Er kann das auf jeden Fall ansagen und Reflex übernimmt unten. Boah, ist schön. Oh! Reflex! Alter, das ist ja krass. Vielleicht hat er deswegen das große Crosshair. Damit er mit Pumpe am besten spielen kann. Wer weiß. Weiß nicht, ob ihr das Bild kennt. Aber er hat wirklich ein großes Crosshair. Das größte, was geht. Oh nein, jetzt bitte nicht die Runde verdaddeln. Dann durch die schöne Einzelaktion von Reflex haben sie es einfach verdient, die Runde zu holen. Und Nip spielt das wieder so gut. Sehr abwartend, sehr kontrolliert. Schöne Plant-Posi auch. Boah, schön wichtig von Skirk und Nasu. Nice. Geile Equip für eine von Reflex. So, sollte sich auf jeden Fall hier... Haben beide schon eine AK oder was? So, 9. Runde. Eine Runde sind sie ran. Nip kann kaufen. Das Gute ist, Kürs hat noch einigermaßen Geld. Jetzt, selbst nachdem sie gekauft haben, es würde auf jeden Fall noch für eine Runde reichen.
Alu jetzt auch mit AWP. Da liegt schon eine Decoy. So, einer auf dem Stein. Nett, wie sie die CTs da. Wie sie die Models immer lagern quasi. So, jetzt muss er gleich aufpassen. Oh, einer schon Main. Oh, immerhin macht er noch einen mit. Na, super. Meistens der, der unter Cat deckt. Hat auch schon Hilfe von... Nee, Reflex pusht die Box. Hat auch einen gesehen. Die sind, glaube ich, schon... Die Bombe ist nach Vorraum. Bei Freeberg. So, Exist will dann noch unter Cat, aber Nasu hat eine schöne Posi. Hat das Duell gewonnen. Einer ist, glaube ich, dort noch. Halle, Freeberg 1, Freeberg 2. Boah, Skirk. Gegen Forest. Das heißt aber nichts. Oh, er hat die Bombe nicht. Doch, er hat sie. Boah, das schafft er, oder? Ja, das schafft er. Forest in. Oh, er faked. Oh, er faked. Er faked. Er faked. Er faked. Und er schafft's. Oh, schade. Krass gespielt von Forest. Oh, vielleicht ein bisschen zu. Bisschen zu ängstlich von Skirk. Wobei man. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass er die Bombe. Dass Forest die Bombe hatte. Ich meine, es war. Klar war es richtig, da wegzubleiben. Der Hoffnung, er hat sie nicht und er schafft's nicht mehr. Aber auch sehr gut gespielt von Forest. Kann man nicht anders sagen. Da gefaked an der Tür. Und dann auf richtigen Schacht spekuliert. Und dann einfach den Frag gemacht. Ganz stark von Patrick Lindberg. So, hallo da am Todi. Boah, schönes Timing. Kriegt leider den Frag nicht. Also Getrate sieht da wesentlich besser aus. Nur noch Forest mit der 1 HP. Tja. Das ist sogar sehr gut für Curse. Der Nip kann keine Bomben legen. Kriegen jetzt 1,5 eigentlich. Eigentlich müsste sie 1,5 kriegen. Werden wir gleich sehen. Freeberg müsste 1055 da haben, genauso wie Xist. Der gerät auf die falsche Stelle. So ist mich gespannt. Ja. 1400 hatten wir sogar noch bekommen. Ja klar, 1004, dann 1009 und so weiter. Boah, sehr, sehr, sehr geile Runde von Kürs. Vor allem eine enorm wichtige. Man kann gleich ausgleichen und dann kann man sogar vorbeiziehen. Was geht, Rampe? Wie gesagt, mit Full Echo. Nicht mal eine Flash oder sowas. Aber wer soll die auch schon groß kaufen? Ich meine, gut, Forest oder Fiflan könnten einen sich leisten. Das Minimalziel wäre auf jeden Fall, die Bombe zu legen. Und das muss Curse um jeden Preis verhindern. Und das sieht gut aus. Weißt du, dass er einer City-Hügel ist? Also, Halle ist gedeckt. Reflex hat auch die Bombe. Da dürfte nichts anbrennen. Die Untercat müssten eigentlich safe spielen.
Der ist immer noch in der City Base. Und Catrate ist in der Cat. Aber da der Cat-Spieler 100 HP hat, fast. Hinter ihm. Ach, schade. Schön von Reflex. Ah, das war gar nicht Reflex da in der Box. So, der angesprochene Ausgleich. Krass, Nip kauft. Nämlich verarschen. Weil da sieht man es. Nur zwei Leute mit viel Equipment. Exist hat nichts. Freeberg nur eine HE und Gatrate nur eine Flash. Das wird schwer. War ein Alu mit einem Gatrate-Move fast. Also man merkt, dass Naso der Verschieber ist. Hört da oft auf die Ansagen. Oh, Alu durch die Smoke. Oh, nice. Also sie lacken schon gut rum. Und das ist ja das Angesprochene, was hier ein Team braucht gegen Nip. Dieses Glück muss mal auf ihrer Seite sein. Und das kann nicht ewig für Nip sein. So, Überzahl. Freeberg low. Nahtwort unten relativ. Oh, hallo. Geek Faust gestorben. So, Naso gleich vielleicht das Duell an der Rampe. Geht's auch hin. Skog macht auch die Pommes dicht. Sehr gut. Oh. Kriegen sie keinen mehr. Wo ist der letzte eigentlich? Abgang runter. Oh, Nato mit das Duell. Das Duell. Oh, sie verlieren gerade jedes Duell in der Runde. Wie knapp. Ey. Trotz der schönen First Tracks in Alu scheinen sie tatsächlich die Runde abzugeben. So, ein Lob. Er entscheidet sich direkt zu safen. Was wahrscheinlich auch die beste Entscheidung ist. Ja, ich auf jeden Fall. Also er muss safen. Natürlich, Exit-Tracks sind auch nicht schlecht. Er macht, wählt gerade ein gutes Mittel. Er will auf jeden Fall die Waffe, aber er spekuliert auch noch darauf, Exit-Tracks zu kriegen. Aber Nip ist nicht so dumm. Und safe dort, wo er jetzt der Gegner war. So, das Wichtigste dabei ist jetzt, dass Skirk auf jeden Fall legen kann an Nato. Oh, legt sogar noch eine, ganz wichtig. Er hat ja noch die Weste. So, und das, da sieht man einfach, wie wichtig man manchmal eine gesparte Waffe sein kann. Flex mit einem schlechten Drop. Ich glaube, man musste auf die Schräge landen. Auf der Schräge landen. So, Alu gleich wieder außen. Reflex wie immer vor der Pommes. Also wenn man da mal Demos guckt, gucken würde, da wäre Reflex, glaube ich, immer tot. Aber er kann es natürlich so lange spielen, bis er da nicht überrannt wurde. So, Alu deckt auch nur Garage. So, ist vielleicht eine Timing Flash? Ne, T's haben sich komplett wieder weggezogen. Und gehen Rampe. Boah, Naso. Oh, schön, Undercat eingenommen von Freeberg. Sind jetzt an der Schräge. Na, tu eine ganz 1-6-like Posi. Macht ein, macht zwei, sehr schön. Reflex auch da. Oh. Ein Plant kann Alu, Reflex nicht verhindern. Kann aber immer den Fenster ansagen. Skurk, wenn der jetzt rumzieht. Oh nein, den Track muss er haben. Den muss er einfach haben da oben. Oh, wenn er den macht. Haben sie 2 gegen 2? Sie wissen, dass einer toxic ist? Oder war es die andere Tür? Weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall wussten sie, wo einer noch ist. Und dann haben sie eigentlich eine relativ solide Ausgangslage, die Runde vielleicht zu machen. Ach, oh Mann. Kürzen muss nochmal sparen.
Dann steht's 14-11. Getrad, ey, er hat immer so krasse Posis. Jetzt steht er schon wieder am Scoreboard ganz oben. Kriegt ja auch ein paar Notchy-Fracks, aber auch. So, 635 Go-TV-Viewer. 636. Ah, wo die dazu addiert. Weiß gerade nicht, wie viel der offizielle Stream hat. Oh, sogar 5k. Also das ist doch einiges. Also 10k hatten wir bestimmt insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet. Oder wird knapp, aber 7, 8. Ja, sagen wir 8, 9.000. Ist jetzt nicht so ein hochkarätiges Finale mit Curse, aber Nip interessiert dann hier irgendwie doch die meisten. So, entscheidende Runde quasi für Curse. Wenn sie die verlieren, ist es so gut wie vorbei. Außer sie rasten nochmal aus mit Pumpe. Eine Reflex. So, Reflex schießt. Und da läuft ihm tatsächlich einer rein. Ganz stark, ruhig gestanden, einfach spekuliert. Hat sich ausgezahlt. So, Reflex eine schöne Pose genommen. Die Smoke gut genutzt. Boah, nice. Geile Runde von Reflex. Natürlich ein bisschen lucky da, dass ihm da noch einer reinläuft. Aber er hat einfach die Ruhe bewahrt, hat sich dafür entschieden, stehen zu bleiben, als er blind war. Sein Pre-Aim einfach beibehalten, durchgedrückt, Headshot gegeben, fertig aus. Oh, eine sehr schöne erste Map. Jetzt hat's Reflex richtig gemacht. Schon gute Hits bekommen. Skog, das fällt auch auf, er steht sehr, sehr, sehr oft Anti-Flash. So, Reflex am Abgang. Alu wieder komplett. Also, es gefällt mir, was sie da machen. Alu vielleicht ein bisschen zu früh raus. Mir hätte es jetzt besser gefallen, wenn Reflex abgelenkt hätte. Das wäre schön gewesen, wenn. Weil normalerweise ist es ja andersrum, dass Garage ablenkt und dann unten hochzieht. Somit hätte man da ein bisschen variieren können. So, wir haben Rampe schon eingenommen und wahrscheinlich ist Getroid einer ist auf jeden Fall nach außen. Forest ist das. Als Abfucker. Sie haben auf jeden Fall noch die Möglichkeit, Main reinzugehen. Skog wird sehr entscheidend, wenn sie da reingehen. Alu vielleicht auch. So, jetzt geht's wieder unten. Nato hat da vorhin einen guten Job gemacht. So, macht den ersten. Oh! Schön rübergezogen. Hallo macht auch einen. Och, krasses Aim von Exist. 2 gegen 2 Situationen. HP-Vorteil sogar auf Seiten von Curse. So, Bombe ist down. 7 Sekunden. Das kann er nicht schaffen. An der Tür ist einer. Krass. Ja, da laufen sie weg. Und jetzt noch drauf gehen wäre fast. Ah, wobei sie haben nicht selbst genug Geld. Das wäre zu krass, wenn sie ihn noch töten würden, aber das Risiko ist einfach viel zu hoch, da selbst noch Waffen zu verlieren. 13, 14. Oh, sehr geil. Leider hat Nip nochmal Geld. Oh, guck dir das Geld an. Also, alter Falter. Da hat wirklich niemand was zum Sparen. Nip schnell außen. Schnell Abgang. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Alu ansagen konnte. Normalerweise ist doch einer im Schacht. Oh nein. So, Alu hat das nicht gewusst. Nasu hat unter Cat. So, wo geht Nip hin? Reflex wieder.
Sieht nicht so gut aus. Bombe ist aber noch weit entfernt, davon gelegt zu werden. So, na du, vielleicht kann er wieder einen guten Job machen. Dafür hat er vorhin schon gut umgeschossen. Nein, das war... Hat Freeberg das gecheckt. Reflex und Skorp. Beide über Schacht, kriegen aber schon die Hits. Oh, die Smoke liegt so gut. Nur noch Reflex, der kriegt auch die Hits. Und Nip mit teilweise sehr viel HP. Oder mit Alde mit viel HP. Schade, Mann. 15-13 jetzt schon für Nip. Und das Blödste daran ist, Curse hat kein Geld. So, haben jetzt nur... Kriegen nur 1-4. Oh. Nice. Das wollte ich sehen bei Reflex, die Pumpe. Vielleicht rastet er wieder aus. Das wäre so schön. Auf geht's, Reflex. Ah, da wird vom Würmchen abgedeckt. Außen haben sie leider schon den First Track bekommen. Vorhin konnte er zwei krasse Shots austeilen. Nase auch mit der... mit einer Shotgun. Er traut sich nicht. Jetzt. Ah. So, wo sind die T's gerade? Unter Cat vor Raum. Friebeck vielleicht gleich Halle. Mann, warum denn immer? Das kotzt so an. Kann man ja nicht mal die letzten Runden sehen. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Kann man immer den Schweden anrufen, bitte? Und denen sagen, dass sie unfähig sind. Mann, somit ist es vorbei. Ich hätte so gern die letzte Runde noch gesehen. Vor allen Dingen, ob Reflex da noch ein bisschen was umholzt mit seiner Tech-9. Oder wie Pumpe auch immer heißt. Schade, aber wir haben eine sehr, sehr, sehr spannende erste Map gesehen. Schöne Runden von Curse. Am Ende nippt dann doch ein Ticken besser halt.